muss mir hin. Weil, wenn ich es einfach so ihr herstelle. Ja. Ja, stehst da hin. Ja, anders um sie schreiben. Z. Dann tun wir gleich noch den Stuhl hier hin, weil dann können wir nämlich da noch mal rein. So. Genau, habe ich gleich das Ding noch angeschlossen mit Strom. In harte Richtung stimmt auch. So. Können wir schon dieses eine Ding bauen, mit dem wir dieses Zeug verarbeiten, die Ruheerze verarbeiten können? Nee, das ist noch nicht geforscht. Das ist der Schmelzer. Dann tun wir das Ding warte mal, Brauchen wir nicht da Kanister? Ja, da brauchen wir Gemisch. Ja. Zack. Einmal. Dann können wir nämlich gleich die Plattform, die wir hier angefangen haben, gleich dafür nutzen. Mhm. Ist natürlich jetzt absolut scheiße für dich mit deiner Grafikkarte, ne? Das ist ja mal locker. Da gibt doppelt, die Leistung, die weg ist. Ja. Selbst Tobias hat ja die Grafikkarte. Und bei ihm, ja, für seine Zwecke reicht es vollkommen aus, da ist es irrelevant. Ja, guck, ich kann ja lang graben, ohne dass ich Löcher brauche. Krebst halt nur genau, die Oberfläche mit dem Hammer. Genau, das ist das Ding, wo steht. Das ist perfekt zum Gras pflücken. Wir roden hier für alles. Sensor ausgepackt. Also können wir jetzt theoretisch organisch, aber hier ist doch auch noch was ich zeig. Hast du gesehen? Weiß ich, habe ich drinnen gelassen. Echt? Ja. Ach so, so nach dem Motto, Popo noch nicht. Richtig. Weil dann steht's hier am Lager rum. So haben wir da hinten ein Lager. Da können wir ja alles reinschmeißen, was wir nicht brauchen. Das ist windgeschützt. Naja, relativ windgeschützt. Was brauchen wir denn als nächstes? Erstmal brauchen wir einen Windschutz. Ich gehe hier in dieses komische Ding rein. Ob das Ding windgeschützt ist? Ja, ja. Das passt schon. Mal wirst du da nicht getroffen. Falls überhaupt solche Felsen kommen. Ja, bei mir kam ja ihn oder zweimal. Jetzt kommen die Felsen.
da hinten waren ja noch die Bälle, siehst du, die habe ich auch noch komplett übersehen. Welche Bälle? Ja, diese, keine Ahnung, wie diese Bälle heißen. Da wo die NASA quasi immer die Rover abschießt, so Landebälle. Ja, wenn du hingehst, gehen die Bälle auseinander und da ist irgendwas drin. So, ein paar Verbindungen. Und dann spalten wir mal rein. Was haben wir drin? Kupfer und Gemisch. Alles klar. Ja, wir bräuchten Autos. Ich hab erstmal einen langen Nachhauseweg. Ich weiß bloß nicht, ob der neue Rover wirklich so richtig geil ist. Der so viel bringt. Das ist der ganz große, der Dreiachser. Keine Müdigkeit vortäuschen, rennen! Ist hier noch ein Platz frei? Nö. Wir bräuchten noch ein Harz, damit wir noch eine zweite Plattform bauen können. Alles erledigt.
bisschen begradigen hier. Schon wieder Strom. Schnell rein. Na okay, der zieht vorbei. Zieht zu dir oder denn doch? Okay. Ich höre ihn zwar, aber... Ja. Irgendwo. Ja, okay, der dreht zu mir. So wie es aussieht. Ach, merke mich. Auch durch ihre Harz gesessen. Mische ist gut, da kann man die Slacklines bauen. So. Nochmal in die Höhle rein. Ja gut, ich begradige hier erstmal wieder.
ich finde auch grünes Zeug, aber anderes. Anderes, okay. Wie hieß das Zeug? Laterit. Genau, Malachit, genau, Kupfererz. Ja, Malachit, ja. No energy. Okay. Wäre halt cool, wenn er sich das Grünzeug, wenn man so eine Palette baut und er holt sich das Grünzeug selber in den Generator rein, das wäre noch geiler. Hast du mal schon versucht, ein paar andere Spiele jetzt mit der neuen mit der alten Lok zu spielen oder naja, wobei. Wisst ja, wie es läuft. Ne, hab schon gespielt. Astroniers wird ohne Probleme laufen, das weiß ich aber. Ja, gut. Ja, Assassin's Creed wird wahrscheinlich ein kleines Problem. Da werden die Aufnahmen wahrscheinlich auch nicht mehr so toll sein dann. Also Aufnahmen, klar, die sind immer noch toll, aber die Qualität halt nicht mehr, ne? Die Details und so. Grafik an sich ja auch nicht so hoch dann wahrscheinlich mehr ist. Was dann so gerade so zu tun hat, dass du Full HD überhaupt zocken kannst. Wobei, na gut. Also jetzt wird sich gerade extrem bemerkbar machen, dass man CPU gerade das dein System wichtigsten Sachen entlasten kann. Ja. Was du hier, das hertragen oder was? Weil ich voll bin. Aber hast du das komische Ding, was mit organisch? Hier. Hast schon voll? Naja. Extra noch einen zweiten gebaut. Ich dachte du hattest das an den Ding dran. Ja, das habe ich jetzt abgemacht, habe hier hergestellt. Dann kann ich die zwei nebeneinander stellen. Ja, ne, ich bin neben, ich knacke voll. Ja, leg's doch hin. Einmal. Ja. Ich bin hier. Mit das Ding tun wir erstmal jetzt. Dahin. Ich sorge hier für Strom. Ich verbrauche hier drüben. So, jetzt haben wir drei am Start. Jetzt haben wir mehr Strom als genug.
vorläufig. Boah, 5000 sind wir. Dann mal los. Guck mal, wie schnell der hier baut. Wir haben ordentlich Strom, ey. Da sieht die drei Ragen gerade so aus, um momentan alle Geräte zu betreiben. Naja, das die komischerweise hier haben doch gerade angefangen. Einschalten. Ja, das hast du ausgemacht. Das ist schon wieder aus. Wieder Strom. Strom drin. Gut, dann nutze ich die Zeit mal für eine Pinkelpause. So, wieder da. Ist der Strom immer noch nicht weg? Schon denn noch da hinten? Ne? Okay. Ja, ist noch ein bisschen da, was soll's. Gut, haben wir noch dran? Ja. Hämmer ist halt übelst gut zum Gras abernten. Oder für Energiedinger abernten oder so. Also für oberflächliche Sachen. Wenn du es halt jetzt mit Harz oder so machst, dann tust du zwar das oberflächlich abbauen, aber hast halt den Nachteil, du siehst dann nicht mehr, wo Harz ist. Weil es ja dann der Rest unter der Erde noch weiter ist. So, nehme ich mal Nachschub.
Geht das da durch, dann gehe ich mal wieder hinter und guck mal, ob ich noch was an Forschung finde.